Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute, ja, wird ein bisschen geraged, also, oder ein bisschen was drüber geredet. Ich habe gestern mit einem Kumpel zusammen, haben wir den Fullmetal Alchemist Realfilm uns angesehen. Der ist ja jetzt seit dem 19. Februar auf Netflix verfügbar. Und wir haben uns so gedacht, hey, vielleicht wird das was. Ich meine, wir haben davor Death Note gesehen und der war schon nicht so gut. Vielleicht, also die Death Note Netflix-Version da, ne? Und das so viel schlimmer kann es doch eigentlich nicht werden. Ich sag mal so, die Erwartungen waren nicht hoch. Ich meine, wir haben, ich habe mal hier mitgebracht, 27 Bände wollte dieser Film abdecken. Also ich möchte das nochmal sagen, 27 Bände in einem 2-Stunden-Film. Also es war abzusehen, dass das höchstwahrscheinlich überhaupt nichts wird. Aber hey, man lässt sich ja gerne eines Besseren belehren. Es ist so hanebüchen, wie sie die Story aufgezogen haben. Es ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Manga-Panels, die wahrscheinlich irgendwie richtig cool fanden, umgemodelt und dann und Sachen, also, boah, ich weiß gar nicht, wie ich davon anfangen soll. Fangen wir erstmal damit an, erstmal mit dem Positiv-Ding, die möchte ich als erstes erwähnen. Es gibt tatsächlich auch positive Sachen. Erstmal, sie haben sich rein optisch schon dran gehalten, aber nicht konsequent genug. Okay, sie haben gemacht, dass Ed und Ella als Kinder blonde Haare hatten, aber mehr so dunkelblond. Man kann den Japaner ja nicht zumuten, dass der sich seine Haare blond färbt. Ich weiß nicht, warum man das Problem dabei ist. Und ja, und Edward war auch, wie gesagt, als er dann erwachsen war, im Manga ist er ja gerade mal 14. Das Outfit ist getreu, der Arm sieht cool aus, sein Roboterarm ist ganz cool. Aber jetzt geht's schon los mit den und die CGI-Effekte sehen nicht schlecht aus. Die Alchemie sieht nicht schlecht aus. Und auch L in der Rüstung sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Obwohl ich mich immer noch frage, manchmal hat man das Gefühl, es ist eine richtige Rüstung, manchmal denkt man, das ist CGI. Scheiß drauf. Damit hört es schon mit dem Positiven auf. Ich habe gehört, sie haben es in Italien gedreht. Das sieht man auch, das ist überhaupt nicht japanisch. Wodurch man aber das Problem hatte, dass manchmal in den Gassen einfach nichts los war. Diese Anfangsstelle, wo Edward den Pfarrer gejagt hat, was auch schon völlig anders ist als wie im Manga. Da macht er lauter Alchemie, aber es sind keine Leute in den Straßen oder Leuten, die das interessiert. Einfach daher geschuldet, dass man halt keine Leute, so Japaner von der Straße mal nehmen konnte, die sich da mal hinstellen und Statisten spielen. So eine unwichtige Nebenrolle halt. Musste man halt nur das mit haben, was man mit hatte, ne? Sie haben diese Story. Es geht ja die ganze Zeit um den Stein der Weisen, den die beiden wollen. Gut, das haben sie übernommen. Also, ne, erstmal wollten wir da noch auf die Optik zu sprechen kommen. Entschuldige, ich habe so viele Punkte, die ich ansprechen will. Und dann kommt Winry Rose. Und du denkst dir so, boah, mal gucken, wie sie die umgesetzt haben. Ja, natürlich, die darf wieder nicht blond sein. Die darf ein stinknormales japanisches Mädchen sein, weil wir wollen ja nicht manga-getreu sein oder sowas. Selber haben sie ganz viele Charaktere, die eigentlich am Anfang wichtig waren. Ganz gekonnt gestrichen. Armstrong kam nicht vor. Scar kam nicht vor. King Bartley kam nicht vor. Die kamen recht früh vor. Gut, ich kann verstehen, dass wenn ich 27 Bände in einen Film klatschen will, dass ich das nicht umgesetzt kriege. Aber das sind Charaktere, die sind tatsächlich ein bisschen wichtig. Insbesondere Scar. Denn jetzt kommt schon der nächste Punkt. Es wird ganz am Anfang wird ein Alchemist vorgestellt, der Chimären schafft. Chimären, das sind halt so kombinierte Tiere. Und der hat meine Chimäre erschaffen, die hat zwei Wörter gesagt, ist danach gestorben. So. Und der hatte wohl Probleme, also kam dieser Bastard auf diese super Idee, hey, ich vermische meinen Hund mit meiner Tochter. Der Typ kommt, der hat einen Arc, der kommt vor und der wird dann von Scar und der Hund auch von Scar getötet. Die haben dem Typen einfach den kompletten Hauptplot gegeben. Auf einmal war das der Mega-Böse, der mit dem Stein der Weisen so eine Armee von Puppen ruft. Jetzt kommt der nächste Punkt, diese Armee der Puppen, die gibt es. Die hat aber eigentlich Edwards Vater erschaffen. Nicht Edwards Vater direkt, sondern diese Kopie von ihm, der kleine Mann im Glas. Und das passiert in Band 20. Wir haben einen Arc irgendwie aus Band 3 oder 4, überspringen ganz viel und gehen direkt zu Band 20.
Dann haben sie auch die Sache mit Hux, wo der erschossen wird, und mit Leutnant Rose. Haben sie völlig umgemodelt. Das war ja im Manga auch völlig anders. Und da kommt wieder ein Punkt. Sie haben es zumindest versucht, aber verkackt. Weil die haben wirklich manche Stellen 1:1 wie aus dem Manga gemacht. Sie haben sogar diese Stelle. Hux erkennt ja, dass das nicht Leutnant Rose ist, weil das Muttermal auf der falschen Seite vom Auge ist. Und dann auch Envy dann das schnell rüber switcht. Das haben sie auch übernommen, aber für völlig falsche Stelle, an der völlig falschen Einstellung, in einem völlig falschen Hintergrund. Es ist super durchgemodelt, es ist super verwirrend, insbesondere wenn man nicht, ich wenn man wo jemand, der da der keine Ahnung hat, wo man den Alchemist darf, der fragt sich doch, was da abgeht. Ich meine, es sind 2 Stunden, die kamen mir allgemein auch schon viel zu lange vor. Es wäre viel sinniger gewesen, sie hätten irgendwie einen Arc umgesetzt. Und eigentlich muss ich sagen, ja, so war schon ein bisschen traurig, weil es gibt halt echt Stellen, da haben sie auf so Kleinigkeiten geachtet, wie dass Edward und Winry im Zug sitzen und von der Frau von Hux Apfelkuchen gekriegt haben im Zug. Das ist die Lokale, die unterwegs gab. Die Stelle gibt's 1:1 so im Manga. Es sind so kleine Sachen, die sind, aber dann kommt das mit diesem Lagerhaus Nummer 5. Da wurden halt unsere Schwerverbrecher, die es eigentlich bewachen, auch erstmal rationalisiert, weil wir können ja keine Charaktere benutzen, oh mein Gott, also, puh. Und dieser ganze, da wurde eigentlich dieser Part nur da, damit erklärt wird, wie der Stein der Weisen entsteht. Und dann wird auf einmal auf den Typen mit seiner Chimärenkind geschwenkt und es ist eine Story, aber dann hätten sie sich über was Eigenes ausdenken sollen. Dann hätten sie über eine eigene Geschichte machen sollen, die an einem anderen Ende irgendwie spielt. Oder so wie damals beim Fullmetal Alchemist Anime, der auch ein anderes Ende hatte. Mit diesem, der Film dann auch der Eroberer von Shambhala. Aber das hier ist, wenn die Manga-Pad, es kommt wirklich so rüber, als ob sie sich so Seiten aus dem Manga gerissen haben, die zusammengepackt haben und gesagt haben, ja, das ist der Film. Ja, aber das ändern wir noch und das hier noch. Und das vertauschen wir auch noch. Und wenn wir gerade vertauschen sind, Leutnant Hawkeye kommt ja auch vor. Ich finde sie ja nicht hübsch, also jetzt nämlich im Realfilm. Aber die durfte wieder blond sein. Ja, also das verstehe ich auch wieder nicht. Dieses ganze Militärding. Und da gibt es auch so Sachen, es ist ja so eine Militärbehörde, das wird überhaupt nicht angesprochen oder thematisiert. Es geht ja recht schnell. Ich habe Edwards Uhr, diese Alchemistenuhr, die hast du nicht einmal in diesem Film gesehen. Und was du auch nicht einmal in diesem Film gesehen hast, das ist praktisch sein Markenzeichen-Move. Dass seine Klinge aus diesem Metallarm rauskommt. Nicht einmal. Allgemein wurde da nicht so viel gemacht. Also, puf, ich habe schon nicht viel erwartet und bin maßlos enttäuscht. Ich hab schon nichts erwartet, aber es ging noch in den Minusbereich. Was haben die sich dabei gedacht? What the fuck, Mann? Ich meine, das wäre wie wenn ich jetzt sage, oh Mann, ich verfilme Dragon Ball und ich nehme die Jugendjahre von Son Goku und nehme ein bisschen was vom 42. Band und das knalle ich irgendwie zusammen, das passt schon irgendwie. Also so ohne Sinn und Verstand irgendwas zusammenbodeln und zusammenmauern. Also, mein Kumpel und ich haben wirklich gesagt, das waren jetzt 2 Stunden, die wir echt verschwendet haben. So, in anderen Filmen kann man sagen, ja, das war mal ganz lustig, ein paar Stellen. Und vielleicht hat man sich auch durch die Schlechtheit des Films unterhalten gefühlt. Zum Beispiel der Manga-System und ich haben den ersten Attack on Titan Realfilm geguckt. Der war auch grottenschlecht, aber der war schon wieder so schlecht, dass es schon wieder irgendwie lustig ist. Aber hier sitzt du echt so und regst dich eigentlich immer nur auf, weil du denkst, was haben die jetzt wieder dran gemacht? Leute, hört auf mit Anime-Verfilmung, beziehungsweise macht sie doch mal gut. Es gibt gute Anime-Verfilmungen. Maria Samara Damitiru, Manga Love Story habe ich den ersten Film gesehen. Die waren beide gut, weil die sich auch sehr genau an den Manga gehalten haben. Aber diese haben auch nicht versucht, 27 Bände in einen Film zu quetschen. Ich verstehe es einfach nicht. Wollt ihr jetzt eine Verfilmung machen oder wollt ihr was eigenes machen? Entscheidet euch mal. Weil es ist doch schon vorprogrammiert. Wir sehen das doch schon. In Japan ist gerade aktuell was anderes. Da kriegen sie manchmal so, in manchen Filmen kriegen sie ja da die Kurve. Ich habe sehr viel Gutes vom Gintama-Film gehört und auch der Bakuman-Film soll sehr gut sein. Aber wenn wir dann darüber schwenken, dass es ja jetzt ein paar Mal passieren soll, ich meine, Ghost in the Shell lief nicht gut. Ich glaube nicht, dass Battle Angel Alita nicht gut wird und Naruto soll auch angeblich kommen. Das sind zwar Ami-Realfilme, aber lasst es doch mit den Anime-Verfilmungen.
Dann brauchst du nicht unbedingt. Es ist nett mal, aber. Wenn denn sowas dabei rauskommt. Also Leute, wenn ihr jetzt Netflix-User seid und ihr sagt doch, boah, Fullmetal Alchemist, lest den Manga. Um Gottes Willen, lest den Manga. Da habt ihr einen guten Shonen-Manga. Und ich muss sagen, ich finde ihn ja schon richtig geil. Ich lese eigentlich Shonen nicht so viel. Also, lasst den Film einfach. Wisst ihr was? Schaut lieber. Schaut von mir aus dann, glaube ich, Devilman oder irgendwas anderes auf Netflix. Ja, schaut Fate Abo Krypta, da schaut ihr zumindest was Gutes. Aber um Gottes Willen nicht diesen Film mit der Alchemist-Film. Also, ich habe, wie gesagt, wenn man lange her, dass ich auch den Manga lese, dann hatte ich mich gerade nämlich, deswegen nehme ich jetzt dieses Video auf, weil ich mich hingesetzt habe und gedacht, okay, jetzt schauen wir uns mal in den Manga rein. Haben wir den Manga reingelesen und habe gedacht, was soll der ganze Blödsinn? Ich sag, die haben ganze Storylines vertauscht und rumgemodelt und. Also nein, einfach nur grottenschlecht. Das musste ich jetzt mal zum Ausdruck bringen. Ich hoffe trotz allem, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tyron 1992. Bis dann. Ciao.